Also Sebastian, erste Wand ist da. Ja, ich glaub, endlich, oder? Ja, endlich, Gott sei Dank. Für was jetzt die schwarze Folie und für was gibt es jetzt hier Zement? Also die schwarze Folie ist in erster Linie mal dafür, dass wir keinen Luftaustausch zwischen Haus und Haus außen, zwischen Haus innen haben. Ja? Das heißt, dass es quasi bei mir nicht in der Wand schimmeln anfängt. Von außen kann Luft rauszirkulieren, von außen aber nicht nach innen. Ja? Und der Zement, dann nivelliere ich mir über das komplette Haus meine eine Höhe, dass ich eine komplette Ebene habe. Ja? Okay. Weil ich kann die Bodenplatte einfach nicht so genau gießen, dass die perfekt im Wasser ist. Und wie lange dauert es heute eigentlich? Ich habe gedacht, so, du schaffst wahrscheinlich ein Haus in einem Tag, oder? Ja, also ich sag mal, wenn wir ein schönes Häuschen haben, ein schön kleines, dann schaffen wir das schon in einem Tag mit Dach oben. Ja? Ja. Aber ich denke mal, bei dem hier, das werden wir nicht ganz schaffen. Okay. Ja? Weil ich sag mal, ziemlich viele Innenwände im EG, dann haben wir auch noch eine Fußbodenheizung im OG. Ja? Ja. Ich fange jetzt aus dem Grund mit der Wand an. Ich gucke immer, dass der Kranfahrer am meisten bis zum Schluss mich sieht. Ja? Ja. Weil es geht erstens um Sicherheit, ja? Und zweitens kann er dann auch schneller fahren für mich. Ja? Wie viel hast du Überstand? 14. 6,5. Also Eisenschnappen rüber. Ja? Und das heißt jetzt? Patrick, du misch. Und wir fahren jetzt quasi hier unter die Wand. Zack. Ja? Und tun die jetzt nach drüben. Ja? Patrick, noch mal messen. 1,5 noch. 1,5 Zentimeter noch. Gut. Und damit hält jetzt die Wand schon? Damit hält die Wand. Das ist eine sogenannte Querstrebe, ein Spries. Und jetzt gucke ich, dass ich sie ins Wasser setze. Hasse ein bisschen nach außen. Nochmal. Nochmal. Stopp, bisschen zurück. Nochmal zurück. Stopp. So. Jetzt ist die Wand fest. Ist gut so. Ist gut im Wasser. Jetzt können wir gerade ablassen. Jetzt kommt gleich die zweite Wand, oder was? Jetzt kommt die zweite. Macht ihr jetzt hier unten weg? Das ist quasi ein extra Holz, dass mir die Putzwasche nicht kaputt geht. Weil guck mal, wenn die hier drunter langst, die geht minimal drüber. Ja. Und wenn die auf dem Boden aufsitzt, dann ist natürlich alles hey. Jetzt, das ist ein sogenannter Balkenzug. Ja? Da tue ich jetzt meine zwei Ecken so zusammenziehen. Ich hau den jetzt auf hier und auf der Seite und auf der Seite mit dem Hammer rein. Und dann kann ich das schön zusammenziehen. Und dann ist richtig. Ja, genau, dann ist richtig Bombe zusammen. Und schon ist die Wand zusammengezogen. Perfekt. Wenn du willst, kannst du dir einen Hammer schnappen und kannst mal probieren, so ein Holz wegzuhauen. Also, warum lacht er? Weil es nicht so leicht ist, wie es aussieht. Und dabei natürlich gucken, dass die Folie nicht kaputt geht. Aber so? das war nicht schlecht, ja? Ja. Also, sag mal, du kommst ja total jung von. Wie alt bist du? 23. 23? Ja. Und leitest jetzt heute die ganze, also nicht heute, die ganze Montage. Ja, so, so sieht's aus, ja. Wie kommt man jetzt dazu, dass man mit 23 sagt, ich werde Truppführer und baue Fertighäuser? Also ich sag mal, da muss man schon ein bisschen verrückt sein. Hier ist immer Adrenalin am Start, ja? Also du stehst keine Sekunde einfach so rum. Dir pumpt Blut durch die Adern und du musst unbedingt zack, zack, hier fertig machen, ja? Ich habe ja beim Schwörer gelernt. Okay. In der Zimmerei. Ja. Ja? Und da habe ich natürlich dann die ganzen Teile gesehen und du stehst da wirklich und denkst dir, ja, sag mal, wie bauen die das eigentlich zusammen? Ja. Ja? Und dann bin ich mal mit meinem Zimmermannsmeister damals hier rausgegangen auf Montage und hab einen Trupp geholfen zu montieren. Ja. Und ich fand das mega, was die gemacht haben. Brutal. Das hat mir sowas von gefallen, da habe ich mich direkt verliebt. Sebastian.
Sebastian, was macht jetzt für dich aber dein Job hier aus? Mit den ganzen anderen Jungs? Also ich sag mal, es muss natürlich Spaß machen, gell? Ja? Wenn du keinen Spaß hast, dann hast du auch keine Lust, schnell zu arbeiten. Ja? Aber ist das jetzt nicht hart, die ganze Woche? Wie viele Tage arbeiten wir eigentlich in der Woche? Also wir schaffen immer von montags bis donnerstags. Das ist natürlich das Schöne, ja. Du musst natürlich übernachten, ja. Aber dafür hast du natürlich einen Tag frei. Der Freitag ist schon wertvoll. Und dein ganzer Trupp, der ist ja auch total jung. Ja, ja. Ja, es muss aber auch so sein, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz alt wäre, meine Jungs alle ganz jung, das passt nicht zusammen. Ja. Ja? Du musst alle auf einem Alterlevel haben, weil sonst kriegst du dich nur in die Haare, ja. Wenn du sagst jetzt, was muss ich eigentlich mitbringen, damit ich so auf der Montage arbeiten kann? Du darfst keine Angst vor Schnee haben, du darfst keine Angst vor Regen haben. Ja. Du darfst in der Sonne nicht umkippen, wenn es 40 Grad oben im Haus hat. Ja? Aber das Gute ist natürlich auch an der Montage, du verdienst natürlich auch richtig gut. Ja? Ja. Was habt ihr jetzt da für Winkel angeschraubt? Ah, das sind noch sogenannte Bodenwinkel Typ 3. Ja? Okay. Das heißt, ich habe zwei Holzschrauben für meine Wand. Ja. Also das ist ein sogenannter Schwerlastanker. Ja? Okay. Also ich bohre das mit einem 12er Steinbohrer vor. Ja. Ja? Dann haue ich das Ding in den Boden. Ja? Und wenn es dann komplett auf meinem Winkel aufliegt, drehe ich es mit dem Schlagschrauber und dann zieht sich dieses schwarze Ding hier gegen den Beton. So. Und jetzt kann der Herbststurm kommen. Und jetzt kannst du mit dem LKW dagegen fahren. So, Sebastian, Regen, typisch für die Baustelle mal ab und zu. Ja. Und was passiert jetzt mit den ganzen Wänden? Ja, wir müssen die Wände jetzt natürlich abdecken. Die Wände sind schon geschützt durchs Werk, weil die haben einen Anstrich oben am Rehgips. Aber ich kann sie jetzt natürlich, wie sieht das aus vom Bau her? Ja? Und mit dem Baum macht aber nichts aus jetzt den Wänden, oder? Nee, also unser Rehgips ist ja oben eingestrichen, extra, falls so ein Fall kommt. Soll ich mal eine Schraube machen? Ob ich mal schrauben soll? Ja. Wenn du die Zeit dazu hast. Guck mal, hier, dann auf den Schraubenkopf drauf quasi. Das müssen wir erst mal finden da drin. Ja, genau. Hält dir die Scheibe da rein und jetzt Gas geben. Einfach nur drauf drücken auf den. Guck mal, hier auf den drauf. Ja, genau. Machen wir jetzt nicht. Du meinst, der will bei mir nicht? Oder klemmt der Akku? Mach mal mit dem Akku so, zusammendrücken. So. Besser hätte ich es nicht kennen. Jetzt nach dem Regen. Ja. Wie schlimm war das jetzt im Regen für euch? Für die Wände? Problematisch? Nee, überhaupt nicht. Du siehst ja, der Rehgips ist schon fast überall wieder trocken. Du siehst kaum noch Nässe. Die sind quasi alle gegen Wasser geschützt. Ja? Das sind alles feuchte Raumplatten im Prinzip. Bei Rehgips, die haben eine extra Linie für uns, wo sie nur unsere Rehgipsplatten machen. Okay. Ist das jetzt auch der große Vorteil, wo man sagt, beim Fertighaus, dass ich im Endeffekt alles vorproduziert habe und auf der Baustelle sagen kann, okay, auch wenn es mal ein bisschen feucht wird, ist es was anderes, wie wenn das... Ah ja, klar, ja. Also eine normale Zimmerei, die hat ja jetzt abgebrochen, ne? Ja. Die hat wahrscheinlich Plane drüber geworfen und ja, können sie nichts mehr machen. Und wir ziehen unser Ding durch, ja. Uns hält keiner auf. Kein Regen, kein Schnee, kein gar nichts. Ihr seid jetzt hier... Insgesamt 4 Leute. Genau. Wer macht jetzt eigentlich welches Gewerk? Also ich bin Zimmermann. Ja. Das, die zwei sind Schreiner und dann habe ich noch einen Heizungsbauer. Okay. Und das heißt, ihr baut die Häuser ja auch weiter aus und dann kommt praktisch jeder in seinen Experten immer ein bisschen rein, oder? Ganz genau, ja. Bei uns kommt dann noch ein Elektroniker dazu, ja. Ein Fliesenleger, ein Maler. Und sonst machen wir eigentlich alles selber. So 24. Das heißt, auf dem Plan sieht man jetzt, welche Wand wohin kommt. Genau, ich habe hier meine Nummern. Okay. 24, 27, 28, 30, 32. Und dann musst du natürlich auch aufpassen, dass sie richtig rumstehen. Das heißt? Ja? Weil ich könnte sie ja theoretisch jetzt auch falsch rumstellen.
Das stimmt. Ich könnte sie jetzt statt so einfach so rumstellen. Also ganz so easy ist dann doch nicht. Nee, das glaube ich ja, auch. Also. Weiter rechts schwenken und Arm auf. Ab, 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 ab. Stopp. Drück mal ein bisschen zu mir, Hassan. Hassan, drück mal so zu mir, so, von hinten. Sebastian, wie ist es heute gelaufen? Warst du soweit mit dem Tag zufrieden? Ich war eigentlich mit dem Tag sehr gut zufrieden. Ja. Das Team hat top funktioniert. Ich sag mal, der Regen, der hat uns ein bisschen zurückgeschlagen. Ja. Aber damit muss man klarkommen. Gell? Dann war hier vielleicht eine Sache, da eine Sache. Aber im Allgemeinen ist top gelaufen, würde ich sagen. Ja. Dann mal vielen Dank für die Einblicke. Auch, dass ich so das ein oder andere mithelfen durfte, ohne dass was schiefgegangen ist. Ja. Und wir kriegen ja noch Bilder von dir, weil wir wollen natürlich den Zuschauern auch zeigen, wie es weiterging. Dafür schon mal danke im Voraus. Erwartest du irgendwelche Sachen, wo kompliziert werden, oder sagst du, das rocken wir jetzt locker weg? Das Ding rocken wir. Guten Morgen, Tobi. Ich wollte jetzt mal über unseren Fortschritt berechnen am Haus. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Die Decke haben wir gestern Morgen gelegt. Hat alles super geklappt. Also, wie ihr seht, wir hatten leider nicht so viel für das Wetter. Mussten leider alles abladen. Heute Nacht hat es 20 Liter geregnet, gut erschrocken. Ja? Also ich würde mal sagen, wir haben alles richtig gemacht. Jetzt warten wir, bis der Regen aufhört, legen unsere zweite Decke, machen unser Dach drauf und dann fahren wir heim. In dem Sinne, Kollege, ciao. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.